Und wir haben von Zoo Royal die Schatzkisten bekommen. Sammy sitzt schon in der für Katzen. Die haben wir eben ausgepackt. Und wer wissen will, was ich hier anhabe, der muss sich das Video angucken. Zoo Royal Schatzkiste für Katzen. Ne, Sammy? Ja, und jetzt haben wir das für Hunde, denn wir haben ja unsere Andine, die Hündin aus Griechenland. Möchtest du lieber in diese Kiste, Sammy? Hm? Nee, das geht jetzt nicht. Und das ist ja wohl, also, ich weiß nicht, was du bist, aber du bist ja niedlich. Ach, jetzt ist er mir auch noch runtergefallen, der niedliche. Einen Moment. Ja, das ist echt schwierig. Ich komme. Oh, Sammy, ich habe dich gerettet. Du musst da nicht mit Schwung reinspringen, du. So, vielen Dank fürs Aufheben. Dorfer, ein Hundespielzeug, ja. Wie heißt die? Beasties. Das sieht aus wie ein Spiegelei, oder? Genau, mit Füßen. Ein Spiegelei mit Füßen und Augen und... Quietscht das denn? Ja, da ist... Meinst du? Garantiert. Ist doch überall drin. Warte, da. Ja, es quietscht. Das ist ja süß. Ach, dann könnte ich das eigentlich... Dann tue ich den mal runter, wenn er nicht hier ist. Dann kann er unten sein, ne? Schubs. Okay, sehr niedlich. Also, da unsere Andine überhaupt nicht spielt, wird unser Emil das bekommen. Also unser Patenhund Emil, der Bernardiner von unseren Freunden Rolf und Claudia. Da sind Mini-Burger drin. Das Gute ist ja, Andine mag alles. Und ihn mag alles und ihn verträgt alles. Ne? Mini-Burger reich an Rind. Sie wird sich freuen. Und dann haben wir von Edgar Cooper der Beste. Ente und Huhnweiz, Kürbis und Banane. Proteinreich, schonend gebacken und getreidefreie Rezeptur. Alles für Undine. Die wird sich freuen. Liegt sie noch da im Schatten? Ja, ne? Wollte eben nicht rein. Sie liebt es, draußen zu sein. Ist auch schönes Wetter. Ist auch wirklich schönes Wetter heute, ja. Zoo Royal, saftige Pastete. Also Zoo Royal gehört somit zu Rewe. Man kann das auch kostenlos zu Rewe schicken lassen. Man kann es sich aber auch kostenlos nach Hause schicken lassen. Und ja, die haben eben auch Eigenmarken. Saftige Pastete. Und die wird sich freuen. Kann ich nur bei jedem einzelnen Produkt sagen, denn sie mag... Oh, Rinti Drinky. Trinksnack mit Huhn. Das ist mal was Neues. Ja, das hat man. Weil bis jetzt haben wir das ja nur für die Katzen. Kalorienarmer Trinkgenuss. Leicht und lecker. Da gibt es ja diese Soups von... Soups, ja, von verschiedenen Firmen, ja. Ne, inzwischen. Und das mögen sie auch. Je nachdem. Ne? Ja, die neuen jetzt von Felix mit ja, dem. Da sind auch viele Fleischstücke drin. Das mögen sie, ne, Sammy? Vor allen Dingen Snuggy. Sammy. Snuggy. Was ist das? Hähnchen-Kau-Sandwich. Ein Sandwich mit Chicken-Chewing-Sandwich. Ich muss mal gerade gucken, woraus das gemacht ist. Also 98% Hähnchenfiletfleisch. Ja, das ist die Hähnchenbrust. Und das Kau-Sandwich? Rinderrohhaut. Also, ich dachte schon, Rinder jetzt. Getreide? Nein, ist kein Getreide. Weil Getreide nicht so. Weder Hund noch Katzen brauchen Getreide. Die brauchen natürlich Vitamine, so Kräuter und sowas. Aber nicht Getreide. Was ist das? Ah. Von Animonda Gran Cano Superfood. Huhn und Spinat und Himbeeren und Kürbiskerne. Sie wird begeistert sein. Himbeeren und Kürbiskerne. Weißt du, dass es Hunde gibt, die wirklich so Obst essen vom Strauch und so? Unsere isst kein Obst. Also es muss schon getarnt sein mit irgendwas. Gekochte Möhren mag sie essen. Ne? Gekochte ja. Erbsen. Damit endet es auch fast. Gekochte grüne Bohnen, so wenn man die mit untermischt, die Sachen. Genau. So alleine nicht so, aber wenn untergemischt ist. Zerlegst du den Karton? Hm.
kleine Spinne. Zeig mal, was er da macht. Der knallt so schön, ne? Wenn du damit spielst. Der merkt sofort, wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist. Das erlebe ich so oft. Der liegt im Tiefschlaf da, wirklich hat den Kopf so platt im Kissen. Ich nehme ganz leise mein Handy hoch und wupp, kommt der Kopf hoch und das schöne Bild ist vorbei. Ne, Sammy? So toll. Hm? Ja. Okay, wir haben hier noch Miam Miam. Snackbag, herzhaftes Muskelfleisch vom Wild. Das sind so kleine getrocknete Bröckchen. Was esst nicht alles so gut, ne? Und das Tierchen durch mal dahin, das Spiegel-Tierchen. Und eine Fitnessschnitte. Sammys Fitnessschnitte. Mit 35,5% Protein. Mit Äpfeln und Blaubeeren. Aber süß. Und eine Decke. Eine richtig schöne, weiche Decke. Hier steht auch Rewe Zentral AG drauf, siehst du? Muss man fühlen. Ah ja, ich wusste, die ist weich. Mit Hundepfoten oder Katzenpfoten, man weiß es nicht. Wahrscheinlich Hundepfoten. Ne? Für ganz Katzenpfoten weich. Werden sie aber groß. Steht da drauf, wie groß die ist? Oder muss ich die auspacken? Nö, steht nicht drauf, aber die ist groß. So und so, also die ist wirklich groß. Die passt in Andins Körbchen rein. Also auf den Boden legen, sowas hat natürlich keinen Sinn. Das würde ja wegrutschen. Ne? Aber im Körbchen zum Beispiel, ne? Ja, das war's. Die Hundebox. Ja, ganz schön, ne? Was wir eben hier. Und ganz neue Sachen. Ganz neue. Hier, Sandwich. Suppe. Trinksnack mit Huhn. Das ist doch kalte Suppe, oder? Aus was besteht das denn? Motiviert zu höherer Flüssigkeitsaufnahme. Nee, da haben wir also kein Problem mit. Und Undine trinkt, Snuggy trinkt, Sammy trinkt. Viele Katzen mögen nicht gern trinken, ja, aber die trinken. Also jetzt nicht übermäßig, dass man denkt, oh, was haben die denn? Nee, ganz normal. Rinti Drinki ist der kalorienarme Snack und so lecker mit feinsten Fleischstückchen. Als Belohnung und zwischendurch. Bei der Ernährung mit Trockenfutter besteht erhöhter Trinkbedarf, aber wir haben ja kaum Trockenfutter dabei. Also nee. Wir machen immer so eine Mischung, ne? Genau, ich mache immer dann ein bisschen Trockenfutter und dann Nassfutter dabei. Und dann entweder Möhren. Ah, hier steht was auf. Auch beim Sport und Spiel, dann wird durch Zugabe von Drinki in den Wassernapf die Trinkfreude erhöht. Also nicht pur, sondern so ein Teil dann. Ein bis zwei Drinks am Tag dürfte sie. Ich glaube, das ist aber nicht so billig, ne? Ich habe übrigens auch grünen Nagellack heute. Grünen Nagellack. Das ist der aus der Goodiebox. Ich finde den toll. Mag den. Ja. Okay, ihr Lieben, das war die Hundebox von Zoo Royal. Jetzt fällt mir wieder ein von Zoo Royal. Und schaut unbedingt das Video für Katzen. Ich sag nur Ocean Support. Okay, ihr Lieben. Ich versuch's mal. Warum macht man das eigentlich nicht so herum? Dann hab ich die blöden Finger hier so übrig. Warum macht man das nicht so rum? Kann man das dann auch erkennen? Oder muss man das? Ich hab's ja geübt, ne? Muss man das so rummachen? Ja, so sieht man's besser. Ach so, okay. Okay, das ist für euch. Dankeschön fürs Zuschauen und für die vielen, vielen tollen Kommentare. Das ist wirklich, manchmal muss ich richtig weinen, weil es echt so lieb ist. Und Dankeschön. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss.